Herr Radusch, Sie haben ja im Vorfeld gesagt, wir brauchen verlässliche Informationen. Jetzt schreit Europa, insbesondere der Deutsche, nach Datenanonymisierung, nach Anonymität etc. Und Sie sagen, wir müssen alle identifizierbar sein. Stehen Sie auf Schmerzen, wenn Sie sowas fordern? Nein, natürlich nicht. Und man muss auch unterscheiden, die Verlässlichkeit von Daten muss natürlich gewährleistet werden, indem ich nachvollziehen kann, wer hat mir denn was erzählt? Sie haben es eben schon gesagt, in dem Beispiel da vorhin, wenn Sie etwas sagen, dann ist das etwas anderes, als wenn der Warren Buffett das sagt. Allerdings haben Sie jetzt auch nicht mit Warren Buffett direkt gesprochen und ihn identifiziert, sich seinen Personalausweis zeigen lassen und genau gesehen, ah, das ist dieser oder jener, sondern Sie haben eigentlich über verschiedene Stationen, Nachrichtenagenturen, so eine Art Trust-Übergang in dem Sinne, dass wenn das eine Nachrichtenmeldung ist und nicht eine beliebige Webseite, dann kann man dem wohl schon trauen. Und etwas Ähnliches machen wir in den Fahrzeugnetzen, wir nennen das Pseudonyme. Also da hat man quasi keine zentrale Stelle, die jetzt so einen Trust-Übergang vornehmen kann, einfach weil die Fahrzeuge nicht unmittelbar immer vernetzt werden können, weil auch Breitbandausbau ist natürlich ein hehres Ziel und wird auch sozusagen von allen Seiten gefordert. Aber das muss natürlich weltweit überall funktionieren. Das heißt, hier bieten Pseudonyme eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann grundsätzlich dieser Quelle vertrauen. Das ist kein Hacker, der auf einer Brücke steht und plötzlich sagt, da ist ein Stau und damit Unfälle provoziert, weil man plötzlich bremst. Gleichzeitig bin ich aber nicht identifizierbar durch die Pseudonyme. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Sie sagen tatsächlich, wir sind in der Lage, ein System zu schaffen, wo die Quelle der Information eindeutig identifizierbar ist und die Person aber trotzdem anonym bleibt, indem man eben dieser Quelle Pseudonyme gibt. Können Sie das mal praktisch erklären? Heißt mein Auto jetzt Robin 123, Robin 1234, Robin ABC? Wie sieht sowas im Alltag dann auf unseren Straßen aus? Genau so. Also im Prinzip kann man sich das vorstellen, das Auto, wenn es dann eine Verbindung hat, ruft einmal bei einem Server, bei einem Trust Center in der Cloud an und lässt sich dort so eine Art Reisepässe geben. Und aber nicht nur einen, sondern 15 oder 1000 und kann dann jedes Mal, wenn sie etwas erzählt, quasi einen neuen Pass zeigen und sagen, damit signiere ich meine Informationen, die ich übermittle. Das heißt, die verschiedenen Namen, die Sie jetzt auch schon erwähnt haben, die stehen da alle drin. Das heißt, ich kann jetzt nicht nachvollziehen, ob es wirklich Robin Krampel ist oder irgendjemand anders, weil da steht ja nur 1, 2, 3, 4 drin. Und wenn ich dann im Sekundentakt oder sogar schneller diese Pseudonyme durchwechsle, weil ich ja so viele davon habe, kann man mich eben nicht nachverfolgen und kann man nicht genau sagen, wer ich denn jetzt tatsächlich bin. Wenn wir zwei jetzt die einzig glücklichen Menschen auf dieser Welt wären, die ein Auto besitzen, würde ich sagen, verstaube ich ihn, verstehe ich auch. Da können wir ganz viele Pseudonyme einführen etc. Jetzt gibt es ein paar mehr Menschen, auch auf europäischer Ebene. Wie kann so ein System die Leistungsfähigkeit, den Power haben, tatsächlich sowas zu handeln? Das ist gar nicht so schwer vorstellbar, weil das im Prinzip im Kern der Technik eine ähnliche Technologie ist, wie wir sie beim Internet of Things oder beim Webbrowsen jetzt schon verwenden. Also diese PKI-Infrastruktur, die haben wir angepasst mit den Pseudonymen für die Fahrzeugnetze. Allerdings ist das eine Technologie, die schon weltweit getestet ist. Ich sage mal, Laptops gibt es unendlich viele. Internet of Things sehen wir auch, je nachdem, welche Zahlen man zitiert, aber 50 Billionen Geräte, die da irgendwie ans Netz kommen, da sozusagen müssen wir uns keine Sorgen machen. Sie sagen, Sie schaffen das? Wir schaffen das, ja. Okay. Jetzt sind Sie natürlich voller Optimismus, Sie sind Forscher und sagen, kriegen wir hin. Ja. Was sagen denn die Autohersteller? Die sagen, hey, lasst mich damit in Ruhe, wir haben genug zu tun, unsere Autos schick und am Laufen zu halten. Das stimmt so nicht, weil gerade die Automobilhersteller, die verkaufen ja das Fahrzeug und damit auch ein gewisses Vertrauen in die Marke. Mhm. Gerade die deutschen Premiumhersteller, denen ist sehr wohl bewusst, dass diese Dienste nur genutzt werden und dem ich denen nur vertrauen kann, wenn das quasi verlässliche Informationen sind und die tun alles in ihrer Macht Stehende, genau diese Verlässlichkeit herzustellen. Das merkt man auch zum Beispiel an den Projekten, also SimTD oder DriveC2X waren Projekte, wo man sogar auf europäischer Ebene zusammengearbeitet hat, um zum einen die Technologie zu testen. Auch das Aufsetzen eines Trust Centers soll auf europäischer Ebene passieren, auch um da wieder eine nicht nur Verlässlichkeit, sondern auch eine datenschutzkonforme Verlässlichkeit herzustellen, weil was passiert, wenn ich das landesweit mache und jetzt ich als einziger Belgier in Berlin rumfahre, dann nützt mir quasi ein sogenanntes Root-Pseudonym, Root-Zertifikat aus Belgien, würde mich immer noch identifizierbar machen, selbst wenn ich jetzt da nicht Name und Adresse habe. Deshalb auch wieder der Versuch, das auf europäischer Ebene zu machen, um sozusagen maximal
Datenschutz zu gewährleisten. Und also wenn man das nicht machen müsste, dann wären alle froh, das auch irgendwie einfacher zu machen. Aber Europa ist ein da wichtiges Stichwort aus meiner Sicht. Sie sagen immer, wir versuchen es, das muss man machen. Glauben Sie, dass tatsächlich sowas europäische Grenzen, also innerdeutsche europäische Grenzen überwinden kann? Oder scheitert es an nationalen Belangen? Bezüglich dieser Digitaltechnik habe ich schon gesagt, politisch müssen wir das schaffen. Es gibt auch einen politischen Willen, soweit wie ich den erkennen kann, also auch bei den Automobilherstellern. Die Hürden sind ja jetzt nicht so, dass wir jetzt versuchen müssten, plötzlich die STVOs aller europäischen Länder anzupassen. Also wir sagen jetzt den Engländern nicht, dass sie auf der richtigen Seite der Straße fahren müssen, sondern das ist ja digital und das lässt sich durchaus umsetzen und ist im Bereich des Möglichen. Jetzt haben wir über Fahrzeuge gesprochen. Reden wir da auch über sozusagen dann andere Infrastruktur, Roadside-Units etc., die dann auch Teil dieser PKI werden? Oder ist es sozusagen nur für das fahrende Vehikel, für unser deutschen liebstes Kind? Die Roadside-Units sind natürlich mit dabei. Da ist auch quasi die Straßenbetreiber in allen europäischen Ländern sind gefordert, zum einen da zu investieren in die digitale Infrastruktur. Zum anderen ziehen sie aber auch einen Nutzen daraus. Also wenn man die Verkehrslageerfassung zum Beispiel, verspricht man sich, dass man die wesentlich besser machen kann als jetzt mit den Induktionsschleifen, die da in die Autobahn eingelassen werden, die dann immer mal wieder kaputt gehen. Also hier hilft Digitalität sogar auf anderen Ebenen zurückzuzahlen und natürlich müssen die auch angeschlossen werden an ein solches System. Zumal wir auch noch sagen, wir setzen quasi unser ganzes Geld nicht nur auf ein Pferd mit der Fahrzeug-6-Kommunikation, sondern infrastrukturbasierte Kommunikation, UMTS oder LTE, also ganz normal, was sie in den Handys haben. Das soll natürlich da auch mit rein, weil es mir als Fahrer, als Fahrerin natürlich komplett egal sein kann, ob ich jetzt die Stauwarnung über diesen oder jeden Kanal bekomme. Und auch für die Verkehrssicherheit ist es eigentlich egal, über welchen Kanal es geht. Es muss halt nur schnell funktionieren. Wann heißt mein Auto Robin 123 oder Robin XYZ? Also wann wird das System sozusagen, vielleicht nicht im Regelbetrieb, aber zumindest in großen Feldtests bei uns auf den Straßen und an den Roadside-Units in dieser Welt sein? Das ist definitiv ein gradueller Anfang. Allerdings gibt es Memorandum of Understanding aller Automobilhersteller vom Car-to-Car Communication Consortium, dass eigentlich ab diesem Jahr diese Technologie in die Neufahrzeuge kommt. Insofern, das heißt, das funktioniert schon. Also ich fordere alle auf, sich neue Autos zu kaufen und dann haben sie diese Technologie quasi an Bord. Das heißt, Sie sind mit dem Projekt durch und gehen jetzt zufrieden in Rente oder? Nein, als Forscher ist man natürlich immer wissbegierig okay. Und guckt, was man da weiter machen kann. Die Kommunikationstechnologie selber, die ist erforscht und wir gucken jetzt, was kann man denn mit diesen Technologien, wenn man da eine große Verbreitung hat, also so 80-90% oder höher, was kann man denn da für Funktionen machen, wo man jetzt immer sagen würde, das reicht noch nicht ganz und das ist auch noch nicht so sozusagen die ersten Use Cases, wo man am meisten gerade in der Verkehrssicherheit vielleicht einen Effekt sehen würde. Also man kann sich das vorstellen, wie das Internet selber, als das erfunden wurde, da hat auch noch keiner an Facebook gedacht oder an Twitter und nicht, dass wir jetzt Facebook machen über Fahrzeugnetze, aber okay, ähnliche Anwendungen, gerade Richtung des hochautomatisierten Fahrens, also die brauchen auch Kommunikation. Herr Radusch, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und jetzt haben Sie wenigstens den Mann kennengelernt, der das Facebook für die Verkehrsindustrie hiermit erfunden hat. Das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Ich danke Ihnen ganz herzlich und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Ihr Applaus. Applaus